herzlich willkommen bei Money. Ja, Leute, heute stelle ich euch mal die Sticker-Bot oder das Sticker-Script vor. Und zwar können wir verschiedene Sticker aufs Auto machen, ne? Was eigentlich ein ganz geiles Feature ist. Ne? Ich kann direkt vorab sagen, das Skript ist nicht billig. Ja? Es kostet 50 Euro oder ein bisschen mehr. Muss man halt wissen, ob man bereit ist, das auszugeben für die Mod. Aber sie funktioniert, kann ich euch auch gleich sagen, relativ gut. Also ich habe schon andere Bezahlscripts gehabt. Da musste man viel, viel fummeln, damit es dann irgendwie funktioniert. Ja. Und dann manchmal auch eher schlecht als recht. Ne? Aber hier muss man sagen, also ja. Von dem, was man bisher so kennengelernt hat, ist das nicht schlecht. So, man kann jetzt zum Beispiel einstellen, dass jeder diese Stickers aufs Auto machen kann. Wir haben das bei uns jetzt eingestellt, dass nur die Mechaniker das können. Heißt, ich gebe mir jetzt erstmal den Mechaniker-Job. Ja, über unser Admin-Menü natürlich, ne? Set Job mit der Player-ID. Dann die ID vom Job, das ist bei uns Mechanic. Ne? ID und das Label sind immer verschiedene Sachen. Ja? Die ID ist Mechanic, das Label ist Mechaniker. Aber... ja, und dann halt, ja, der Rang von diesem Job, der ist hier egal. Man braucht einfach nur den Job, deswegen gebe ich mir mal das günstigste. Ansonsten, ja, ziehe ich zu viel aus der Frackkasse ab, ne? Dann kriege ich wieder Haue vom Chef der Mechaniker. Das will ich nicht. Das will ich nicht. So, wie kommen wir jetzt aufs Menü? Einfach hier im Chat Stickers eingeben. Ja, okay. Hat ein bisschen länger gedauert als sonst. Na gut, ich dachte eben schon so Vorführeffekt, ne? So, und dann gehen wir auf Add. Wir haben verschiedene Kategorien. Die lassen sich auch erweitern. Was sich auch erweitern lässt, ist natürlich, ja, die Bilder an sich. Ihr seht, ich habe hier zum Beispiel mein Streaming-Logo reingemacht. Das benutzen wir jetzt auch einfach mal. Beziehungsweise ich zeige schon ein bisschen, hier sind ja Real-Life-Brands, ihr seht es, McDonald's, Ford, Ferrari, was weiß ich, was da alles drin ist. Ne? Es gibt In-Game-Brands, das sind die Marken, die In-Game sind, die sind alle schon drin. Ich habe hier auch schon so ein paar Manga-Sachen einfach mal eingefügt, weil das von der Community gewünscht wurde. Wir haben das LSC eingefügt, ein Dino-Rex. Blumen, es wurden Blumen gefordert, ja, haben wir Blumen reingemacht. Ne? Und so weiter und so weiter, das kann man dann alles draufschmeißen. Was haben wir noch? Bei Adas habe ich auch noch irgendwas. Genau, unser Server-Logo. Ah komm, ich nehme unser Server-Logo einfach, oder? Ihr seht, manchmal beim Übertragen, wenn die Qualität nicht hoch genug ist, dann passiert dann leider sowas. Ich zeige es euch mal. Dann wird das nicht richtig dargestellt. Ne? Das müssen wir zum Beispiel dann auch wieder rausnehmen. Also ihr müsst schon gucken, dass die Qualität euer PNG-Dateien schon relativ gut ist. Medellin und Kali haben wir auch noch hinzugefügt. Ja, ansonsten passiert halt sowas und das sieht halt nicht schön aus. Das kann man auch auf kein Auto drauf machen. So, wir nehmen jetzt einfach mal unser Server-Logo und sagen, ja, mach drauf. Funktioniert übrigens nur bei Autos, die jemandem gehören. Also Autos, die auch in der Datenbank gespeichert sind. Nur da funktioniert es. Wenn ihr euch jetzt ein Auto selber spawnt, und sagt, ah, ich will das jetzt mal so ausprobieren, funktioniert nicht. Ne? Also es muss ein Auto sein, das bei irgendjemandem im Besitz ist. So, mit Enter bestätigen wir das Ganze. Dann können wir ja einfach hier mit der Maus, können wir jetzt rumgehen und ja, uns fragen, wo wollen wir das eigentlich drauf machen? Also ihr seht, es wird direkt gespiegelt auf der anderen Seite. Gucken wir mal, ob es rückspiegelt. Das habe ich nämlich selber noch gar nicht ausprobiert. Aber ja, guck mal, es dreht sich schon direkt. Okay, sagen wir, wir wollen es auf der Fahrertür haben. Jetzt kommen wir so ein bisschen hin und her. Mit dem Mausrad. Mach mal die Hände runter hier. Mit dem Mausrad können wir dann auch noch die Größe anpassen. Ja, jetzt zieht er die Waffe. Ja, ist halt, ja, Leute, ist halt aufs Mausrad gelegt, aber funktioniert wunderbar. So, jetzt haben wir die Möglichkeit zu sagen, wir wollen das nur auf der einen Tür oder wir machen das mit der linken Steuerungstaste. Ihr seht es unten.
Da steht jetzt momentan Mirror Off, also Spiegel aus. Jetzt habe ich die Taste gedrückt, Mirror On. Das heißt, es wird genauso auf der anderen Seite gespawnt. So, und jetzt sagen wir einfach mit Enter bestätigen. Die Größe passt, Rotation passt. Wir könnten jetzt auch hier mit Pfeiltasten, könnten wir jetzt auch rotieren, wenn uns das so nicht gefällt. Aber das passt ja so. Jetzt sagen wir einfach mit Enter bestätigen. Und gucken gleich mal auf der anderen Seite. Komm, steck die Waffe weg her. Was ist los mit dir? Und sehen, ja, es ist auf der anderen Seite genauso wie hier. Ja. Wir können natürlich auch verschiedene Logos drauf machen. Geben wir einfach nochmal Stickers ein. Ja, machen wir mal hier so diesen Dino-Rex. Den machen wir jetzt mal auf die Motorhaube. Leider, ich habe mir das falsche Auto ausgesucht, ne? Ich muss von hier. Ja, das ist gerade ein bisschen tricky. Das Auto ist zu groß. So, ich will den zum Beispiel jetzt hier drauf haben. In der Größe. Aber natürlich so gedreht, ne? So, passt wunderbar. Direkt hier drauf. Ja, ein bisschen runter. Jawohl. So, zack, ist er drauf. Jetzt haben wir so, ja, ein Dino da drauf. Gut, kann man noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen kleiner machen sollen. Aber ich denke, das Prinzip ist verstanden, ne? So. Sollte uns jetzt irgendwas nicht gefallen, dann gehen wir auch wieder einfach über den Chat, gehen wir wieder Stickers ein, sagen Edit und dann kriegen wir auf dem Auto, kriegen wir die ganzen Logos angezeigt oder die ganzen Stickers, die wir drauf gemacht haben. Und ich sage jetzt zum Beispiel, der Dino Rex, den habe ich ein bisschen falsch gesetzt, den will ich so nicht drauf. Dann gehe ich hier drauf und sage über Entfernen, zack, weg. Gefällt mir nicht. Was ich auch machen kann, ist einfach das Logo nochmal nachbearbeiten. Dazu geben wir wieder Stickers ein. Gehen wieder auf Edit. So, das hat mir uns nicht ganz gefallen. Die Rotation war ein bisschen lasch. So, irgendwas. Macht er jetzt nicht. War das auf der anderen Seite? Ja, okay. Auf der anderen Seite hat er es gemacht, genau. Wir standen einfach auf der falschen Seite. Ja, genau. Also ihr seht, ihr könnt es rotieren. Ihr könnt es nochmal größer, kleiner machen. Ja, also das funktioniert alles auf jeden Fall. Oder ihr könnt auch sagen, zack, ich will es einfach nicht mehr haben, entfernen und weg. So, und hier ist das Einzige, was noch nicht so gut funktioniert. Dieses Wegmachen, muss man jetzt halt auch ehrlich sagen, ne? Da muss man manchmal ein- oder zweimal drauf gehen. Und jetzt haben wir hier noch das Problem. Das sind diese Mirrors, ne? Also diese Spiegelung. Ja, ihr seht, jetzt haben wir eigentlich nichts mehr dran. Sollte eigentlich weg sein, aber wir haben trotzdem noch einen Sticker dran. Da hilft dann nur noch einmal ausparken, einparken, ne? Zeige ich euch einfach mal ganz kurz. Einmal kurz in die Garage und beim Ausparken dann ist der Sticker dann komplett weg. Also das ist das Einzige, das nicht so gut funktioniert, wenn ihr diese Mirror-Funktion benutzt, aber ansonsten
top. Und wenn man das dann weiß, dann, ja, Garagen gibt es ja wie Sand am Meer. Dann ist das aber auch kein Problem. So, wir packen ihn gerade nochmal aus. Und wir sehen, die Sticker sind weg. Ja. Genau. Also, meiner Meinung nach eine super coole Mod, ein super cooles Skript. Ne? Ja, vielseitig einsetzbar. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was ihr darüber denkt. Wäre das was, was ihr für euren Server benutzen würdet? Für 50 Euro oder mehr? Ne? Ich glaube, wir haben 53 Euro bezahlt. Irgendwie sowas um den Dreh. Der Link, wo ihr das Ganze kaufen könnt, und der Discord, wo ihr noch mehr Skripts von Aircore kaufen könnt, ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Spaß damit. Und ansonsten, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo und ein Like da. Würde mich mega freuen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Money.